nimmst mir nicht übel. Ja Leute, wir hatten es euch im Trailer ja schon versprochen, dass wir euch auch mal Beverly Hills zeigen. Wir sind jetzt hier auf dem Rodeo Drive, der vermutlich berühmtesten Straße in Beverly Hills. Das ist das Haus, in dem Michael Jackson gestorben ist. Wahrscheinlich das berühmteste Haus in ganz Beverly Hills, nämlich die Playboy Mansion. Die Kelly ist ja leider schon weg und der Walle nimmt heute den ganzen Tag auf. Deswegen werde ich heute in LA, Beverly Hills, hier die ganzen Stars stalken und ihre Häuser ausfindig machen. Das hier ist nämlich die Shoppingmeile der Reichen und Schönen. Weiß man nicht, ob das stimmt, aber wir werden das heute für euch klären und checken, ob das wahr ist oder nicht. Und bei Brad Pitt Klingelstreiche machen. Auf geht's! Jetzt haben wir hier so eine Star-Map. 2014 Sommer-Issue, ja? Neuester Stand, die drucken die ganz frisch. Und mal gucken, wer wohnt denn hier alles so? Aber wir haben jetzt da 20 Euro für ausgegeben und da ist dann Werbung drin. Das geht aber überhaupt nicht klar hier. Direkt zugespammt mit irgendwelcher Werbung. Aber also man sieht hier die Straßen und dann sieht ihr mit so Nummern eingezeichnet, wer da wohnt. Und jetzt können wir gucken, hier zum Beispiel Tom Hanks. Der Tom Hanks, der wohnt in der Nummer 7000 und der Johnny Depp hier, der wohnt in der Nummer 7018 auf der North Barbara Avenue hier. Tja, wir filmen das jetzt für euch ab gerade. Das heißt, ihr müsst die Karte nie kaufen. Das ist quasi kostenlos. Ihr wisst das jetzt alles, ohne dass ihr die 20 Dollar ausgegeben habt. Tja. Aber ich würde sagen, wir bauen uns einfach mal auf. So, laut der Karte ist jetzt hinter mir das Haus von Tom Cruise. Ist jetzt eigentlich relativ unspektakulär, weil alles, was man sieht hier, ist ein riesiges Metalltor. Das Grundstück ist natürlich mega groß und eine riesige Auffahrt. Man kann also auch durch die Ritze von dem Tor kann man gar nichts erkennen, wirklich nur einfach eine Auffahrt. Aber warum ich glaube, dass das hier vielleicht wirklich das Haus von Tom Cruise sein könnte und diese Karte vielleicht tatsächlich recht hat, ist die Anzahl der Kameras. Wir haben einmal hier eine Kamera neben dem Tor, dann haben wir einmal eine Kamera an der Klingel, dann haben wir einmal eine Kamera, die guckt, wer überhaupt erstmal zur Klingel hinfährt, am Pfosten von der Mauer hier links. Und dann haben wir darüber noch eine Kamera, weil es nicht reicht. Und klar, brauchen wir natürlich noch eine Kamera, die guckt, was die Kamera eigentlich gerade so macht. Deswegen ist daneben dann noch eine Kamera. Deswegen hier das Haus von Tom Cruise, mega interessant. Könnt ihr sagen, ihr wart schon mal an der Haustür von Tom Cruise und sie war wunderschön, ein hässliches Metalltor. So ein Van hätten wir auch nehmen können. Das kostet nur das Doppelte wie so eine Karte und es macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man das alleine erleben kann. Denn dieses Haus kennt ihr vielleicht, ist ganz berühmt, dieses Tor. Das ist nämlich das Haus, in dem Michael Jackson gestorben ist damals. Dieses Tor, mega berühmt, dadurch, dass hier die ganzen Newsmedien davor standen, als der Krankenwagen rausgefahren ist, mit ihm drin damals. Und tja, das ist also nicht die Neverland Ranch, die ist woanders. Also dieses berühmte Gelände, auf dem er immer so ein bisschen Spaß gehabt hat. Das ist ein Haus, das er gemietet hat hier. Das hat angeblich 100.000 Dollar pro Monat gekostet. Ne? Man gönnt sich ja sonst nichts, außer kleine Kinder. So Leute, wir sind jetzt hier in dem Haus von Emma Stone. Ich muss sagen, ich habe einen riesigen Crush an Emma Stone. Emma Stone, richtig geile Schauspielerin, super tolle Frau, mega lustig, extrem charmant. Eine meiner absoluten Lieblingsfrauen. Und die wohnt hier in diesem Haus. Zumindest sagt das die Karte. Es sieht aber leider so aus, wenn ihr mal hinter die Tür guckt, als würde sie da nicht mehr wohnen, weil da sind nämlich lauter Umzugssachen und es ist sehr tragisch. Aber wir haben hier auf der Mansion für euch extrem krasse, exklusive Informationen. Emma Stone hat ein Paket erwartet und war aber leider nicht da, um es zu empfangen. Hier ist der Paketzettel von FedEx. Ja, am 14.07., das ist schon vor 2 Tagen gewesen, hat sie ein Paket erwartet und das war nicht da. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt diesen Zettel mit und holen das ab bei FedEx, nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass sie es dann auch wirklich bekommt. Ja, vielleicht ist es ja was Wichtiges. Und dann kann ich hier das Paket mitbringen und vielleicht heiratet sie mich ja dann. 10236 hier die Hausnummer, wahrscheinlich das berühmteste Haus in ganz Beverly Hills, nämlich die Playboy Mansion. Hier wohnt Hugh Hefner mit seinen ganzen Girls. Die Kelly soll da auch hinziehen, habe ich gehört. Und der David Hein wohnt da sowieso schon jeden Freitag. Aber ich werde da jetzt auch mal kurz mich ein bisschen massieren lassen oder sowas. Ich sehe auch ready aus für die Girls, oder? Was meinst du? Ja. Ich glaube schon, ja. Insert card and move quickly. Was?
Ja, oder auch nicht. Ich habe jetzt $3.000 ausgegeben gerade. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Rodeo Drive, der vermutlich berühmtesten Straße in Beverly Hills und einer der berühmtesten Straßen der Welt. Das hier ist nämlich die Shoppingmeile der Reichen und Schönen. Wenn man eine Marke ist, die von den Reichen und Schönen und den Celebrities dieser Welt getragen werden will, so wie Prada oder Gucci oder Armani, dann muss man hier auf dieser Straße einen Laden haben. Tausende, Millionen von Euro kann man hier ausgeben und wir gucken uns das jetzt direkt mal an. Tja, mit was fahre ich heute? Fahre ich mit meinem Bentley? Oder vielleicht doch lieber mit meinem Mustang? Ich kann mich immer nicht entscheiden. Quatsch, ich fahre natürlich mit meinem Bugatti. Ne? Bentley, Mustang, Bugatti, fahre ich nur Bugatti. Ja? Da passe ich besonders gut rein in dieses Auto. Das geht mir bis kurz übers Knie. Hinter mir ist das Beverly Wilshire, ein ganz berühmtes Hotel. Da sind ganz viele Stars, die da immer wohnen und auch essen und so weiter. Aber es ist außerdem eine berühmte Filmkulisse, zum Beispiel für Pretty Woman. Diese Feuerleiter erkennt ihr vielleicht, das war die Leiter, an der Julia Roberts dann ganz am Ende von Richard Gere in seiner Limo dann abgeholt wird mit den Blumen und so. Ihr wisst schon, die Szene, ganz berühmt, das war da. Tja, selbst das Essen in Beverly Hills ist extravagant. Wenn man hier ein Cupcake holen will, ja, dann geht man nicht wie jeder normale Mensch zu einem Bäcker. Nee, man geht zu einer Cupcake-ATM, weil wieso nicht? Man muss sich auch mal nachts ein Cupcake ziehen können. Deswegen machen wir jetzt mal direkt hier so. Was wollen wir denn haben? Also es gibt hier einmal ne, Schwarz und Weiß, Schokolade mit Kokosnuss, Schokolade mit Marshmallow. Ich probiere mal hier Ingwer-Zitrone. Kostet $4.25. Vielleicht, vielleicht nehmen wir noch ein paar andere mit. Wir nehmen mal hier Cinnamon und Zucker. Ne? Wieso nicht? Und auch nochmal, boah, Chocolate Marshmallow vielleicht. Das hört sich alles ziemlich pervers an. So, Checkout. Eigentlich wie so ein Getränkeautomat, nur halt mit frischen Cupcakes. Tja, es dauert aber ganz schön lange, muss man jetzt echt mal sagen. Also wenn ich jetzt hier nachts stehen würde mit so einem Heißhunger auf Cupcakes. Oh, aber guck mal, unsere drei Cupcakes. Wunderschön verpackt hier drin. Oh. Ah, wah, wah, wah. Tja, man muss schnell sein, sonst sind die Cupcakes wieder weg. Oh mein Gott, jetzt ist der eine runtergefallen. Voll kaputt. Was für ein Scheiß, diese ATM funktioniert nicht richtig. So, jetzt sind wir wieder zurück in der Mansion und jetzt müssen wir natürlich noch ein Let's Eat dieser Cupcakes machen, die wir gerade aus dem Automaten gezogen haben. Roberta ist auch hier, die darf aber leider nicht mitessen. Die macht gerade eine Fitness-Diät, um schön fit zu werden hier in L.A. noch in den letzten Wochen. Ich habe hier schon einen Sicherheitsschal, dass ich auch wirklich nichts esse. Ja. Nicht, dass sie aus Versehen reinbeißt, weil sie so sabbert. Boah, ist der geil. Echt? Ich will auf. Oh, die arme Roberta. Es ist boah, der ekligste Cupcake, den ich je gegessen habe, Roberta. Roberta, so guck mal. Ich packe ihn auch aus. Oh, danke, weil das ist nämlich das Dümmste an diesem Cupcake, ist, diesen auszubacken. Für mich ist es gerade das Beste, weil ich ja sonst gar nichts habe. Ich muss sagen, er gefällt mir nicht so gut wie der andere, weil er einfach nicht so reich ist im Geschmack. Oh, Leute, das ist echt fies. Das ist jetzt ein Schokoladen-Marshmallow-Cupcake. Seid live dabei, wie Robin in diesen Cupcake beißt. Oh. Das ist von allen dreien bisher der mir am wenigsten gefällt. Ich von mir eine 6,5 und der Zimt eine 6. Sehr gute Cupcakes von Sprinkles. Wir essen auch. Oh nee. Nimmst du mir mal nicht. Was ist das? Jetzt bricht hier irgendeine Food-Schlacht aus. Nein! Ich habe lauter Frosting im Gesicht. Aber noch eine Sache, wie ihr vielleicht gesehen habt, das haben wir eigentlich vorhin gar nicht erwähnt. Bei dieser Häusertour. Es lohnt sich eigentlich nicht, da Geld auszugeben. Weder für diese Karte noch für diese Tour. Weil man sieht halt einfach nur Hecken und Türen. Es sei denn, ihr seid jetzt so harte Stalker, dass ihr sagt, ich möchte wissen, wo der wohnt.
damit ich den nachts immer beobachten kann und vor der Tür sitzen kann für 6 Stunden, bis er rauskommt und ihn dann verfolgen kann. Das würden wir ja nie machen. Emma Stone, ich weiß, wo du wohnst. So, das war unser Abenteuer in Beverly Hills. Wenn ihr jetzt noch Bock auf mehr Videos habt, da oben waren die Peets in Hollywood und haben berühmte Filmlocations aufgesucht. Und hier unten, da hatte Kelly Geburtstag und wir haben hier schöne Geschenke und Kuchen mitgebracht. Und ich hole mir jetzt noch ein paar leckere Cupcakes und bringe die bei Jennifer Lawrence vorbei.